Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um ein schickes Mount, was wir durch ein Meta-Achievement bekommen. Und zwar ist das das Mechamotorrad Modell W. Und dafür müssen wir eine ganze Menge an Aufgaben erledigen. Und die wollen wir uns jetzt mal zusammen angucken. Und zwar brauchen wir dafür den Erfolg, Mecha-Erfolg. Und ihr seht schon, hier haben wir einige Unterachievements und da müssen wir quasi alles machen, was in Mechagon so zu tun ist. Und zu vielen von diesen Unterachievements hatte ich auch schon Videos gemacht. Da gibt es auch eine schicke Playlist, die ich euch jetzt gerade hier mal einblende, wo eigentlich alle Einzelachievements einmal erklärt sind. Ich möchte nochmal eine kurze Zusammenfassung machen. Kleiner Disclaimer am Anfang, ich gehe jetzt hier zwar auf alle Erfolge ein, aber nicht in der Tiefe, wo ich natürlich in den Videos eingehe. Und ich werde euch das nochmal verlinken, falls euch da gewisse Sachen nicht tief genug waren oder nicht deutlich genug erklärt sind. Schaut in die einzelnen Achievements rein, die euch vielleicht noch fehlen und interessieren. Und ja, dann versuchen wir das hier möglichst kurz zu halten, aber ich werde wahrscheinlich trotzdem wieder ein wenig ausschweifend werden. Also, gucken wir mal rein. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5... Also 10 Achievements, die wir erledigen müssen. Und als allererstes schauen wir uns hier mal die mechagonische Bedrohung an. Und für dieses müssen wir Geschichtsstränge in Mechagon abschließen. Das ist relativ einfach. Es fängt an, dass ihr Mechagon hier freispielt. Da müsst ihr ja erst einmal nach Nasjatar und dann kommt ihr irgendwann, bekommt ihr eine Quest, dass ihr nach Mechagon müsst. Ihr spielt einmal diese komplette Questreihe runter. Am Ende ist, glaube ich, noch eine Quest dabei, wo ihr in die 5-Mann-Instanz rein müsst und sobald ihr das abgeschlossen habt, habt ihr dieses Achievement. Ist eine relativ einfache Sache, da ja schon seit einer Weile die 5-Mann-Instanz offen ist, könnt ihr das relativ easy abschließen, alles an einem Tag durchbasteln. Das zweite, was wir haben, ist ein bisschen interessanterer Erfolg und zwar heißt der Fremder Einfluss. Und bei Fremder Einfluss müsst ihr jede Daily, die es einmal hier in Mechagon gibt, abschließen. In Mechagon funktioniert das so, für die Leute, die noch nicht da waren, es sind jeden Tag ein paar Dailies da, ich glaube 5, 6 Dailies sind da. Die sind viele quasi hier einmal im Lager, die habe ich jetzt gerade alle schon angenommen. Ne, es müssen mehr als 6 sein. Und dann gibt es hier noch außenrum verteilt auch Dailies. Wichtig ist, ihr nehmt alle Dailies hier in der Base an, auch die außen sind, schließt diese Dailies ab und das macht ihr einfach ein paar Tage hintereinander und dann habt ihr fast alle abgeschlossen. Es gibt ein paar, die ein bisschen blöder sind. Und zwar sind es die Dailies, die hier oben sind, Hinweise im Überfluss, das ist diese Daily, beziehungsweise ich glaube hier die so im Umkreis sind es, merkwürdige Entdeckung, Ungeziefer in rauen Mengen, Zeit für Helden, ein historisches Chaos eingedeckt, Piraten, ich hasse diese Typen. Diese ganzen Geschichten hängen an Hinweise im Überfluss. Und zwar bei Hinweise im Überfluss, das ist eine Quest, die ihr, ich kann es euch einmal in WoW-Head-Link rausziehen, hier im Lager bekommt. Und zwar Elise heißt die Dame. Wenn die ab ist, die steht irgendwo hier hinten, gibt euch eine Daily und dann müsst ihr 3 verschiedene Hinweise suchen. Bei diesen 3 verschiedenen Hinweisen ist es so, dass die alle hier unten irgendwo sind, diese Hinweise. Und je nachdem, welchen Hinweis ihr aufhebt, bekommt ihr andere Quests als Folgequests, beziehungsweise je nachdem, welchen Hinweis ihr aufhebt, könnt ihr durch die Mobs, die hier rumstehen, bestimmte Loot-Sachen bekommen, Loot-Quests, die auch wieder Quests, also Daily-Quests sind. Heißt, an dieser einen Daily hängen insgesamt 6, 7 oder 8 Quests, ich weiß jetzt nicht genau, und dementsprechend solltet ihr immer mal einen anderen Hinweis nehmen und dann noch schauen, was für eine Loot-Quest auch dahinter steckt. Ausführliches Video habe ich dazu gemacht, heißt, müsst ihr hier auch mit in der Playlist sein, genau, Erfolgsguide, Fremder Einfluss, 8.2 Mechagon. Das ist genau das Video, da wird das ein bisschen deutlicher noch erklärt. Da einfach reinschauen und wirklich für alle anderen Dailies hier einfach jeden Tag die ganzen Dailies machen, dann habt ihr das nach 1, 2 Wochen soweit fertig. Bei dem Hinweis im Überfluss müsst ihr das Minimum 3-mal machen und bevor ihr diese Quest macht, schaut euch das Video an, was für Quest-Drops ihr triggern müsst, weil sonst müsst ihr halt nochmal einen Quest-Zyklus länger warten und das kann sein, dass die Quest mal 1, 2 Wochen nicht kommt, wenn es blöd läuft. Ja, so viel zu dem Ding. Also das ist wirklich eine Geschichte, wo es dran haken kann, dass ihr ein bisschen länger braucht für das Ganze. Genau, dann haben wir Schrottplatz-Lehrling und für Schrottplatz-Lehrling müssen wir insgesamt
1000 Schrottplatz-Tüftelei-Gegenstände, abgesehen von Kisten in Mechagon, herstellen. Und was das genau ist, will ich euch jetzt mal zeigen. Wir haben hier den hübschen Pascal. Wenn ihr diese Intro-Quest durchgespielt habt, dann steht der Pascal hier. Und ihr könnt für den Pascal verschiedene Rezepte sammeln. Da werde ich später auch nochmal drauf eingehen. Und hier ist es jetzt so, dass wir 1000 Items herstellen müssen. Ein Item ist ausgenommen, und zwar hier Kiste mit Ersatzteilen. Warum ist die ausgenommen? Ihr könnt die nämlich herstellen, kostet 250 Ersatzteile, und wenn ihr die einsetzt, kriegt ihr wieder 200. Also könnt ihr das endlos machen. Das Ding ist ausgenommen, ja. Jetzt wollt ihr 1000 Items herstellen, und dementsprechend müsst ihr jetzt gucken, was für Rezepte ihr habt, und dann müsst ihr am besten noch gucken, was ist das günstigste. Ich habe dieses hergestellt, L-Ritzen in der Dose. Das ist einfach ein Item, wo ihr dementsprechend hier verzehren könnt. Das ist einfach ein Buff-Food. Und das kostet halt nur 50 Ersatzteile und ein bisschen von diesen L-Ritzen-Fische, die ihr hier hinten, gibt es so eine Angel-Quest, die ihr holen könnt. Und dann kriegt ihr so einen Angel, so einen Fischsauger, da fliegt ihr hier drüber und saugt innerhalb von 1-2 Minuten x100 von diesen L-Ritzen. Also sprich, die L-Ritzen sind überhaupt kein Problem. Und das andere, diese Ersatzteile, die kriegt ihr dann komplett Mechagon. Ich empfehle, in der 5-Mann-Gruppe hier hinten den Farm zu machen. Da bekommt ihr dann erstmal gut Ersatzteile, und zusätzlich könnt ihr dann noch so Part-Teile bekommen, die ihr zusammensetzen könnt. Die könnt ihr dann hier bei so einer Maschine abgeben und kriegt immer noch mehr von den Ersatzteilen. Und außerdem kriegt ihr aus diesem Beutel auch verschiedene Items, die wir für andere Achievements noch brauchen. Werden wir aber später noch drauf eingehen. Auch hierfür habe ich in der Playlist ein eigenes Video gebastelt. Also sprich, wenn euch die Materie noch ein bisschen tiefer interessiert, könnt ihr da einmal reingucken. Jetzt finde ich es nicht auf Anhieb. Ich glaube, irgendwo hier müsste es auf jeden Fall mit drin sein. Halt, das ist das falsche WoW, hier wollen wir hin. Genau, also das ist eigentlich ein relativ easy Achievement. Ihr müsst halt einfach nur einen Haufen von den Ersatzteilen farmen. Als kleiner Tipp vielleicht noch am Rande, es gibt dieses Rechengerät in Taschenformat, das ihr auch relativ am Anfang über eine Quest bekommt. Und da gibt es diese blauen Karten. Und dort haben wir eine, wo ihr mehr Ersatzteile findet. Die kann hier einfach bei verschiedenen Mobs droppen. Wenn ihr die habt, ist es empfehlenswert, die hier mit reinzusockeln. Dann kriegt ihr halt noch ein paar mehr Ersatzteile, wenn ihr die eh farmt, um hier 1000 Items herzustellen. Weil das ist schon ein bisschen was ihr braucht. Und für andere Achievements könnt ihr auch noch ganz gut die Ersatzteile brauchen. Dann schauen wir mal weiter, was wir noch brauchen. Und zwar hier in 8 Farben verfügbar. Ist ein Achievement, wo wir die Mechanokatze X905 in insgesamt 8 verschiedenen Farbvarianten brauchen. Und zwar können wir diese Mechanokatze umfärben, und dafür brauchen wir aber erstmal diese Farbvorlagen. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar müssen wir als allererstes uns diese Mechanokatze besorgen. Diese Mechanokatze können wir uns in dem besorgen, dass wir uns einen Plan kaufen. Den müsste es von dem hier geben, der ist aber nur drin. Oder von einem von den Mobs, da müsst ihr mal gucken. Der ist aber nur drin, wenn ihr den noch nicht gekauft habt. Dann könnt ihr bei Pascal drüben die Mechanokatze einmal bauen. Und sobald ihr die gebaut habt, habt ihr die als Mount. Mech. Wie heißt denn? Hier, Mechanokatze, da haben wir sie. Ich habe sie jetzt gerade in Blau, ne? Und jetzt habe ich hier quasi diesen Bot, wo meine ganzen Farbvarianten sind. Da kann ich die umlackieren. Ist eine ganz schicke Sache, da seht ihr, jetzt kommen diese Sprühbots und lackieren diese Katze um. Diese Pläne müssen wir uns aber einmal erst erfarmen, sonst kriegen wir die nicht. Wie ihr die Mechanokatze am besten euch bastelt, habe ich auch ein Video gemacht, da könnt ihr gerne mal reingucken. Und ich habe auch ein Video dazu gemacht, hier in 8 Farben, sprich ist auch mit in der Playlist. Jetzt für die Leute, die das schnell haben wollen, die Farben, wo man sie herbekommt. Wir haben einmal eine Farbe hier von dem Ra Rumsfeld. Der droppt die bronzene Farbe. Big All Bronze droppt der. Dann haben wir Mecha Gold. Das droppt von diesem Armored Vault Bot. Das ist dieser Panzerroboter, den ihr hier rumkiten müsst bis zu dem Blitzding und aufmachen könnt damit. Beziehungsweise ihr könnt auch beim Pascal einen Schlüssel herstellen, dann könnt ihr ihn direkt aufmachen. Dann haben wir den Lemonade Steel. Das droppt hier von einem oxidierten Egelbestie. Die könnt ihr beschwören, wenn hier oben so ein Blitz
Gerät steht und es dann noch regnet, dann könnt ihr quasi dieses Blitzgerät aufbauen und dann spawnen hier lauter so kleine Blubs. Und wenn ihr die Blubs umhaut oder genug Blubs umgehauen habt, dann könnt ihr quasi diese Bestie, wird die dann beschworen und also quasi der Rare und das haut ihr einfach um und dann kann das droppen. Ja. Ist halt ein bisschen luckabhängig. Ihr könnt auch Server hoppen, bis ihr Regen habt und diese Bestie da ist. Oder dieses Wetter. Ich weiß nicht, ob es eine Wettermaschine ist oder ein Wetterturm, irgendwie sowas. Also hier so ein Item, was ihr bauen könnt. Und dann spawnt die relativ schnell, wenn ihr da farmt. Dann haben wir Overlord Orange. Das ist quasi ein Drop, den hier der wahnsinnige Torque droppen kann. Den könnt ihr aktivieren, wenn ihr die richtige Farbe hier auch von der Farbstation holt. Der quatscht ja immer und sagt, ihr hast grün oder blau oder orange, dann müsst ihr hier die richtige Farbe holen. Also einmal reinlaufen, hinfliegen, ihn quasi, dann greift er euch an, dann könnt ihr ihn umhauen. Und die zweite Möglichkeit ist, diesen Fungo-Typen zu töten. Und zwar gibt es hier einen Haufen so kleine Pilze. Und es gibt eine Daily Quest, wo ihr ja so ein Item auf so Baumstümme einsetzen könnt. Und ihr könnt dieses Item aber auch auf diese Pilze draufschmeißen und dann wachsen die Pilze und ganz selten kommt dann halt dieser Fungo-Typ raus. Braucht man übrigens auch als Rare, falls ihr den noch nicht habt. Da so der kleine Tipp, habe ich aber auch ein Video für gebastelt. Dann haben wir Felmint Green. Das droppt auch hier vom Wahnsinnigen Truck. Und auch Fireball Red droppt auch hier vom wahnsinnigen Trock und auch aus den mechanischen Kisten, die hier in ganz Mechagon rumstehen, die könnt ihr umhauen. Und Copper Trim droppt von der Recycling-Kiste und zwar sind es die Kisten, wo ich vorhin gemeint habe. Also es gibt hier quasi, wenn ihr die freigequestet habt, was ihr ja eh machen müsst, um dieses Quest-Achievement zu haben, habt ihr hier so Maschinen. Ihr seht, hier habe ich jetzt am Anfang ist es eine Quest und dann ist es quasi eine wiederholbare Geschichte und dort kriegen wir so eine Wiederherstellungskiste und da ist dieses Copper Trim Dings drin oder kann es drin sein. Das kann man dann so oft machen, wie man lustig ist und kriegt da dementsprechend die letzte Farbe her. Genau, damit hätten wir das Achievement auch abgeschlossen. Wie gesagt, nochmal ausführlicher in dem extra Guide-Video dazu. Dann schauen wir rein, was wir als nächstes haben. Heu hier erkunden brauchen wir. Als nächstes ein Reittier Marke Eigenbau. Das ist relativ simpel und zwar ist das eine Geschichte, wo ihr jeden Tag eine Quest absolvieren könnt und ihr baut euch dazu im Laufe der Zeit ein Mount zusammen. Und zwar kriegt man die Quest hier immer direkt im Lager und ihr müsst halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tage sind es insgesamt, wo ihr dementsprechend hier jeweils eine Quest machen könnt. Am Ende habt ihr das Mount und das Achievement. Das ist eine relativ einfache Sache. In der Zeit, wo ihr das habt, baut, ja, kriegt ihr viele andere Achievements nebenbei quasi. Dann schauen wir weiter. Und zwar, auch dafür habe ich übrigens ein Mount Guide Video gemacht. Könnt ihr reingucken, wenn euch das interessiert. Dann ein Kolben kürzer ist das nächste Achievement. Und dafür müssen wir ja, alle Rares töten, die hier in Mechagon rumlaufen. 95% der Rares sind easygoing. Ihr seht, ich habe hier diese Sterne auf der Karte und da seht ihr, wo jeder von diesen Rare ist. Und wenn ihr den an dem Tag schon umgehauen habt, habt ihr hier auch einen Haken dran. Viele Achievements hängen halt an Drops von den Rares. Ihr seht hier auch, dass irgendwelche Baupläne bei diesen Rares droppen oder Pets oder andere Geschichte. Also das wird auch angezeigt. Und da kann ich euch ein Addon empfehlen. Und zwar heißt es Tomcat Tours und dann braucht ihr Handy Notes, Mechagon bei Tomcat Tours. Das ist eine recht praktische Sache. Dann seht ihr direkt, also ihr braucht quasi am besten Tomcat Tours und Handy Notes und dann halt Handy Notes, Mechagon bei Tomcat Tours und dann habt ihr dementsprechend hier diese Sterne und könnt dann gucken, welchen ihr noch braucht und die abfliegen. Das sind soweit die einfachen. Es gibt dann halt ein paar Rares, die ein bisschen nerviger sind. Einmal dieser Fungo-Pilz-Typ hier hinten, den ihr über diese Daily triggert. Wie gesagt, habe ich auch ein Video gemacht. Was noch ein bisschen beschissen ist, ist dieser Doppelgang. Den könnt ihr dadurch triggern, dass ihr ja, drei Ventile anbringen müsst an einer Gerätschaft. Und diese Ventile bekommt ihr von einer Daily, die hier oben, da ist so ein Gnom hier oben, der gibt euch eine Daily, wo ihr dann am Ende eine Kiste bekommt. Und in der Kiste kann ein Ventil drin sein. Heißt,
ihr müsst theoretisch nicht mal selbst die Ventile haben, sondern ihr braucht einfach nur drei Leute, die jeweils ein Ventil haben oder einer. Ihr könnt auch selber drei Ventile haben. Könnt die dann quasi hier in so Stangen anbringen. Die sind nur da, wenn diese Daily auch ab ist. Und dann könnt ihr diese Ventile anklicken und dann spawnen quasi Doppelgänger von euch selber, also ne, von der eigenen Gestalt und die boxt ihr um und dann habt ihr quasi den Doppelgang. Auch dazu habe ich, glaube ich, ein Achievement oder hier Rare Doppelgang habe ich ein Video gemacht und auch zu ein paar anderen. Also das ist auch hier mit in der Playlist drin, falls euch das interessiert. Und dann gibt es zum Beispiel noch diesen Prinzen, der rostige Prinz, der ist aber nur in der alternativen Zeitlinie. Da gibt es ja hier Chromi im Lager, die euch in die alternative Zeitlinie bringt. Und in dieser alternativen Zeitlinie, nur da ist dieser rostige Prinz da, aber immer nur dann, wenn Chromi euch nicht in die alternative Zeitlinie bringt. Und zwar ist es so, dass ihr, wenn ihr die Daily habt bei Chromi, in die alternative Zeitlinie zu kommen, könnt ihr hier einen Mob umhauen, der euch einen Plan droppt. Und diesen Plan könnt ihr beim Pascal wieder abgeben. Und der gibt euch ein Item, persönlicher Zeitverzerrer oder irgendwie so heißt es. Und mit diesem Item könnt ihr immer in die andere Zeitlinie kommen. Heißt, ihr müsst einmal mit dem Chromi-Event quasi in die andere Zeitlinie dieses Rezept holen, das herstellen und am nächsten Tag, wenn Chromi nicht da ist, in die andere Zeitlinie gehen. Und dann ist dieser komische Prinz nur da. Das sind so Rares, wo es halt ein bisschen kniffliger ist. Zeit hier genau, persönlicher Zeitverschieber heißt das Ding, das ist es. Das könnt ihr euch dann herstellen, kostet nicht viele Materialien und dann könnt ihr diesen rostigen Prinzen umboxen. Ne? Solche Sachen muss man halt wissen, aber wie gesagt, 95% von den Rares sind lächerlich. Was vielleicht auch noch ein bisschen ätzend ist, ist dieser OX-Rächer. Den kriegt ihr nur, wenn hier so Hühner rumlaufen und dann, ich glaube, heute ist das gerade sogar, dann müsst ihr so ein Huhn umhauen, das hier auf der ganzen Insel rumlaufen kann. Das läuft hier übrigens auch durchs Lager vor, habe ich es mal gesehen. Und wenn ihr das Huhn umgeboxt habt, dann spawnt wenige Minuten später hier oben dieser Rächer. Ne? Aber das geht halt auch nur, wenn dieses spezielle Hühner-Event ist und das ist halt alle, weiß ich nicht, alle ein, zwei Wochen mal. Ne? Das sind so Sachen, das muss man halt abpassen. Und dann gibt es noch andere Rares hier, zum Beispiel Alter Großhauer und Siedebrand ist es, glaube ich, noch. Und hier hinten haben wir das. Hier ist noch so eine Höhle, wo dann auch drei verschiedene Rares drin hocken. Und die kann man nur spielen, wenn diese Bohrer da sind. Das sind einfach so Drill heißen die im Englischen, beziehungsweise Bohrer im Deutschen. Die bohren einfach so eine Geröllwand auf und dahinter hocken die Rares halt, ne? Und wenn dieses Bohrer-Event nicht da ist, könnt ihr diese Rares halt nicht spielen. Deswegen am besten, wenn euch die noch fehlen, immer checken, okay, ist das Bohrer-Event da? Da mal vorbeifliegen. Hier ist einer, hier ist einer. Und hier gibt es drei Eingänge, meine ich. Genau, also. Bei diesen drei Eingängen schauen, sind die Bohrer da und dann könnt ihr die Rares auch spielen. Wichtig, wenn das Bohrer-Event ist, sind alle Bohrer da und dann könnt ihr dementsprechend auch alle, ich glaube, fünf Mobs sind es oder sind es sechs? Ich glaube, es müssten sogar sechs sein, die ihr spielen könnt. Genau. Dann gucken wir uns das nächste an und zwar Schrottplatzarchitekt. Dafür müssen wir alle Baupläne einmal sammeln, die es in Mechagon gibt. Und das sind eine ganze Menge. Und das wird auch das Achievement sein, das am ätzendsten ist. Und das war auch das letzte, das ich hatte. Ich kann euch das mal zeigen. Es gibt da eine ganz gute Übersicht auf WoW-Head. Da sind die Namen in Englisch dran. Ich weiß, auf Venian gibt es auch nochmal eine in Deutsch, falls ihr das Problem habt. Und die allermeisten von diesen Rezepten droppen einfach von Rares. Ja, so einfach ist es. Ihr haut den Rare um und der droppt das Rezept. Es gibt ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel hier gibt es ein Rezept, das bekommen wir über diese, das ist diese Kiste, wo ich schon meinte, wo diese Ventile drin sind. Da kann auch ein Rezept drin sein. Das war, glaube ich, eins der letzten, die mir gefehlt haben, weil, wie gesagt, diese Quest gefühlt ist die nur einmal im Monat oder alle halbe Monat mal, oder also zweimal im Monat. Und dann muss man halt Luck haben, dass es in dieser blöden Kiste drin ist. Ja? Das ist halt zum Beispiel ein Kackteil. Oder es gibt ein Rezept, das in der Paragon-Kiste drin ist. Die Paragon-Kiste, die bekommt ihr, wenn ihr den Ruf auf Ehrfürchtig gespielt habt und dann nochmal 10.000 extra Ruf haben, dann kriegt ihr diese Paragon-Kiste. Und da kann halt dieses Rezept drin sein. Ich hatte es in der ersten drin. Ihr könnt natürlich Pech haben und müsst halt X-Dinger umhauen. Gibt es Pläne, die in dem Rückgewinnungsturm drin sind.
Und da gibt es nämlich zwei Lootboxen. Ja, ich kann euch das mal kurz zeigen. Es gibt nämlich einen Rückgewinnungsturm, schimpft der sich. Und dieser Rückgewinnungsturm, der hat halt eine beschissene Spawnzeit von, manche meinen zwischen 2 und 5 Stunden. Das ist dieser hier, der Rückgewinnungsturm. Wenn man den aufbauen kann, dann muss man halt Materialien reinstecken, kann den aufbauen, dann kommen hier so Mobwellen an. Ja? Und wenn man alle Mobwellen besiegt hat, dann gibt es am Ende eine Epic-Kiste. Und in diese Epic-Kiste, das kann man einmal am Tag machen, in diese Epic-Kiste ist dann halt besonderer Loot drin. Unter anderem gibt es auch ein Rezept, das nur da droppt. Es ist jetzt aber so, dass man den auch im Hard-Mode spielen kann. Und zwar gibt es ja diese Plattformen, die man aufbauen kann, wo auch diese Flugplattformen drin sind. Also wenn ihr kein Fliegen habt, könnt ihr hier in Mechagon auch so fliegen, wenn diese. Ich glaube, die sind aber heute nicht da, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Die sind halt auch random, welche da sind. Und wenn ihr diese Plattform aufbaut, dann sind da verschiedene Waffen. Und ihr braucht halt eine von den Waffen. Und dann könnt ihr die Mobs hier alle beschießen, die bei dem Event spawnen. Und wenn ihr die einmal beschießt, werden die so rot und groß. Und dann startet ihr den Hard Mode. Und wenn die meisten Mobs quasi beschossen worden sind und rot werden, habt ihr den Hard Mode. Und am Ende kommen dann andere große Bosse. Und zwar nicht mehr so grüne Elementare, sondern rote, so riesen Feuerelementare sind das, die ziemlich krass aussehen. Und dann kriegt ihr halt die Hard Mode Kiste. Und es gibt halt verschiedene Items, die einmal in der normalen Kiste spawnen oder in der Hard Mode Kiste. Jetzt bin ich mir gerade überlegen, welche ist. Ich glaube, das ist die normale und das ist die Hard Mode Kiste. Also da gibt es zwei verschiedene. Also heißt, manchmal muss man den Normal Mode, manchmal muss man den Hard Mode spielen. Interessant ist aber, ihr könnt am Tag zweimal Loot bekommen. Und zwar einmal, ihr könnt einmal den Normal Mode spielen, einmal den Hard Mode spielen. Ihr könnt aber den Hard Mode nur spielen, wenn die Plattform wiederum da ist. Also heißt, die meisten Tage könnt ihr nur Normal Mode spielen. Und wenn die Plattform da ist, könnt ihr Hard Mode und Normal Mode spielen. Genau. Und dann seht ihr, es gibt x andere Geschichten. Ein, zwei Rezepte kriegt man auch aus dieser Recycling-Kiste, die ihr bei der Quest hier oben machen könnt. Aber wie gesagt, die allermeisten Pläne bekommt ihr tatsächlich einfach so von den Rares. Wir werden jetzt nicht auf jedes einzelne eingehen, bloß dass ihr so ein Gespür kriegt, wo die im Groben her sind. Und hier habt ihr, wie gesagt, einmal noch diese Liste, wo ihr die meisten seht. Ich glaube, das waren eh schon alle besonderen. Die anderen droppen tatsächlich wirklich alle einfach nur von Rares, ne? Die müsst ihr sowieso ja umboxen. Und die Rares haben übrigens ein Daily-ID, also die könnt ihr jeden Tag einmal umhauen und könnt einmal Loot bekommen. Und ja, dann müsst ihr halt ein bisschen farmen, dass ihr das Zeug bekommen könnt. Genau, dann schauen wir uns das nächste Achievement an, und zwar Schrottplatz-Maschinist. Und dafür müssen wir 100 Bauprojekte aufbauen. Und wie das geht, ja, ist relativ simpel. Ihr müsst einfach ein Bauprojekt abschließen, heißt, ihr müsst Ressourcen investieren in ein Bauprojekt. Das kann dieser Turm zum Beispiel sein oder so eine Plattform, und das muss abgeschlossen sein. Ihr müsst nicht das letzte Ding reinhauen, das ist nicht notwendig, aber wenn ihr das zum Beispiel auf 80%, ihr investiert was, es ist auf 90, dann müsst ihr halt warten, bis noch einer kommt und es auf 100 macht. Wenn ihr vorher wegfliegt, zählt es halt dafür nicht, ne? Also einfach Projekte abschließen ist jetzt nicht sonderlich schwierig. Es gibt da auch nochmal ein anderes Achievement, das ich weiß gar nicht, aber das braucht man, glaube ich, nicht fürs Meta, wo ihr 1000 Bauprojekte, also Ressourcen beisteuern müsst. Ich kann euch empfehlen, baut nur diese Flugplattformen auf. Wenn ihr die nämlich macht, dann habt ihr nämlich etwa beide fertig. Wenn ihr andere Sachen macht, dann habt ihr ein Missverhältnis. Ja? Wenn ihr jetzt zum Beispiel diese kleinen Schießtürme hochmacht, dann kriegt ihr ziemlich schnell das voll, aber nicht so schnell das, und müsst dann halt einen Haufen weitere machen. Und wenn ihr große Sachen auffüllt, habt ihr das schnell voll, aber das andere nicht. Also diese Plattformen sind das perfekte Gleichgewicht, dass ihr beide Achievements kriegt. Aber das Hauptding hierfür ist einfach einen Haufen Ressourcen farmen, und das könnt ihr auch am besten hier machen, indem ihr eine Gruppe macht, die Elite-Mobs umhaut und auch diese extra Ressourcen. Denn aus diesen Wiederherstellungskisten, die ihr hier, oder Recyclingkisten, die ihr über diese Daily bekommt, beziehungsweise endlos dann danach machen könnt, wenn ihr die Daily abgeschlossen habt, bekommt ihr die meisten Teile, mit Abstand sogar. Also dieser Farm ist am besten irgendwo anders zu farmen, macht keinen Sinn. Genau, dann schauen wir mal, was wir noch brauchen. Das hier, das war das Achievement, was ich als zweitletztes abgeschlossen habe, und zwar Schrottplatz Musikliebhaber. Und dafür müssen wir erstmal ein Item bekommen, und zwar so einen Schallplattenspieler. Und den bekommen wir hier. Oder Grammophon ist es, das ist sogar noch ein Stück älter. Das bekommen wir hier von der Stahlsängerin Fräser. Das ist ein Plan, den wir auch brauchen für das Plan-Achievement.
bei Pascal abgeben, dann können wir dieses Grammophon herstellen und sobald wir das haben, haben wir das im Lager stehen, können dann Musik abspielen, so wie in der Garnison auch schon. Und jetzt müssen wir aber Schallplatten dafür sammeln. Und da gibt es dementsprechend dann auch wieder x Schallplatten, die von verschiedenen Quellen droppen. Und zwar haben wir als erstes die Ode von Tüftlerstadt. Die Ode von Tüftlerstadt bekommt ihr, wenn ihr das Grammophon aufstellt. Dann haben wir diese Mimirons Gedankenblitz. Das ist das erste, was wir uns farmen können. Und das ist quasi in diesen Recyclingkisten drin oder kann in diesen Recyclingkisten drin sein, die man sich hier bei dieser Daily farmen kann. Also ihr merkt schon, in diesen Recyclingkisten ist ziemlich viel Zeug drin. Die solltet ihr auf jeden Fall sowieso farmen, aber wenn ihr die Teile für die anderen Sachen farmt, habt ihr das Zeug sowieso. Also das ist nicht das Problem. Dann haben wir Tiefen von Uldur. Das können wir von den ganzen Rares bekommen, die wir aufbohren müssen, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Also Alter Großhauer, dann hier gibt es diesen, ich glaube Siedebrand war einer von denen und halt die drei, die hier unten sind. Ja. Das ist der Kleptoboss, Gurlok, Boyborn heißt der eine auf Englisch, also Kleptobot hier auf Deutsch. Dieser Ritzler müsste es sein und ich glaube der Schleim müsste es auch noch sein. Den kriegt man quasi davon. Ja, das ist bei mir relativ gut gedroppt. Dann das nächste, was wir haben, ist Gnummeregan für immer. Und das droppt bei zwei Mobs, und zwar einmal hier oben, Bogak ist der erste, und der zweite ist hier dieser Nullifizierer, der Rare hier oben. Und dann haben wir Schlacht von Gnomeregan, der droppt von der Datenanomalie, und zwar ist das der Rare, den man hier oben beschwören kann. Ich habe da ein Video zu auch gemacht, also ich habe allgemein zu dem Achievement gibt es auch ein Video. Moment, ich kann euch das auch kurz zeigen. Hier diese Schallplatten-Achievement, da erkläre ich das alles nochmal genau und fliegt die Mobs ab. Also falls ihr da Schwierigkeiten habt, gibt es auch nochmal einen Guide für. Ich habe aber dann auch noch, ups, das ist das falsche WoW. Und dann habe ich aber auch nochmal ein Video gemacht, wie ihr im Speziellen die Datenanomalie, wie ihr die jeden Tag beschwören könnt. Und zwar, die Datenanomalie sind verschiedene Rares, die könnt ihr beschwören, indem ihr eine bestimmte Daily-Quest habt. Und es gibt dann aber einen bestimmten Trick, dass man die auch beschwören kann, wenn diese Daily-Quest nicht ab ist. Würde jetzt aber zu weit führen, da werde ich das Video euch auch einfach verlinken, da könnt ihr mal reingucken. Genau. Und das letzte Item, was wir dann für dieses Unterachievement noch haben, ist Triumph von Gnomeregan. Und das ist mit Abstand das beschissenste. Und das kommt nämlich aus dem aus der Box raus, wenn wir den Rückgewinnungsturm spielen. Ich habe ja schon gesagt, 2 bis 5 Stunden Abklingzeit, ihr müsst diesen Rückgewinnungsturm aufbauen und soweit ich in Erfahrung bringen konnte, kann es sowohl aus der Normal-Variante rauskommen, als auch aus der Hard-Mode-Variante von diesem Rückgewinnungsturm. Heißt, das wird eine von den letzten Sachen sein, die euch fehlen wird. Bei mir war es definitiv so, das Ding, ich habe das jeden Tag gemacht, HC, NHC und ihr verwendet da so viel Zeit drauf, zu gucken, wo ist dieser Rückgewinnungsturm ab. Ihr könnt auch hier bei Benutzer definiert immer nach dem Turm gucken. Einfach hier Rick eingeben. Es ist dann die englische Suche oder hier Rückgewinnungsturm. Manchmal sind Gruppen drin, dann könnt ihr mit reinhoppen. Das ist vielleicht so ein kleiner Tipp, den ich euch noch geben kann. Aber das ist mit Abstand das Beschissenste zum Farmen. So, dann gucken wir mal weiter. Das letzte, was wir haben, ist nochmal eine einfache Geschichte und zwar bewaffnet und einsatzbereit. Dafür müssen wir insgesamt 5 verschiedene Waffen bauen und diese 5 verschiedenen Waffen, die hängen auch wieder an einer Daily dran, die wir ja sowieso für die anderen Achievements machen müssen. Und zwar gibt es hier einen Goblin, der ist hier. Der einer von denen misst, oder hier steht dann ein extra Goblin, der gibt euch eine Quest, wo man eine Waffe bauen muss. Und dann labern immer die Typen verschiedene Sachen, man muss halt immer die Sachen anklicken und die Waffe zusammensetzen, am Ende die Waffe aufnehmen. Und 5 verschiedene muss man bauen, also 5-mal braucht man diese Daily quasi und dann hat man auch dieses Achievement. Und wenn ihr das alles abgeschlossen habt, dann kommt ihr zum Schluss auf euer Meta-Achievement und habt euer Mount. Was ist jetzt das Ätzende an der Geschichte? Fremder Einfluss, wie gesagt, diese Hinweisquest, insgesamt 3 verschiedene Stränge. Da müsst ihr wissen, was ihr machen müsst, sonst seid ihr aufgeschmissen. Die anderen Sachen sind dieses in 8 Farben, ist es halt ein Droplack-Geschichte. Schrottplatzarchitekt mit den Plänen, eine Droplack-Geschichte. Und dieses Musikding,
Eine Drop-Luck-Geschichte. Wenn ihr Luck habt, habt ihr schnell. Wenn ihr Pech habt, macht ihr halt ewig rum. Ich habe jetzt über 3 Monate gebraucht, deswegen kommt das Video auch erst jetzt, nachdem ich mit allem fertig bin. Genau. Das sind die Sachen, die ich euch jetzt so auf Anführungszeichen auf die Schnelle mitgeben kann. Wenn ihr es nochmal mehr im Detail haben wollt, wie gesagt, schaut in die Playlist, da ist dann alles nochmal ein bisschen detaillierter aufgezählt. Und damit sind wir durch. Alles im One-Take. Ich mag meine Versprecher entschuldigen. Aber ja, sind wir durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.